ein Spiel irgendwie über 500 Mana erreichen kann, dann ist man wirklich böse drauf. Wieso kritten? Wieso denn kritten? Da ist nichts zu holen. Keiner muss doch kritten. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Und wieder schreibt mich irgendein Pisser an. Jetzt nerv mich nicht. Okay, so. Und dann hier noch gucken, ob hier irgendwas versteckt ist. Natürlich ist hier nichts versteckt. So, ich mache immer einen schönen Sicherheitssave, bevor ich die Welten wechsle. Weil da kann man sich ein Spiel schon aufwachsen. Beim 2-6er ist die Chance sehr gering, aber es ist eine minimale Chance da. Naja. Nicht hin. Ich finde es seltsam, dass dieses Video spawnt, wenn man da hinten in die Höhle reingeht. Zack. Nein! Könnt ihr auch das Video sehen? Also ich kann ein Video sehen. Das wäre gigantisch. Das erste Video, das funktioniert. Genau! Das wäre doch geil, wenn das mal das erste Video wäre, das funktioniert. Okay, cool. Schreibt mir nicht an, Leute. Ich werde in Zukunft einfach Skype beenden, bevor ich ein Let's Play starte. Das ist doch kacke. Ja, denke ich wieder aufstellen. Ich finde es auch nicht schlecht gemacht, dass die Leichen von den Viechern im Weg liegen. Es ist natürlich nervig und total beschissen eigentlich für mich, aber ich finde es nicht schlecht gemacht. Da dürfte meine erste Rune im Spiel sein. Yeah! Runenpower! Feuerkraut! So. Oh, da vorne ist ein Gegner, den ich töten will, und der wird ziemlich lästig. Ich werde noch nicht hier speichern, ich werde unten speichern. Wenn ich kurz vor dem Gegner bin, sonst kann ich entweder nochmal speichern oder ich laufe dann nochmal runter und beides ist scheiße. Ihr habt schon gesehen, was es war, nicht wahr? Yep, ein Dragon Snapper. Jetzt hör doch auf, die ganze Zeit zu Sachen zu drücken, die ich dir gar nicht befehle. Hör. Oh, jetzt hängt er. Seht ihr, wie er hängt? Wie ich es hasse, verpiss dich. Da ist nichts zu holen. So, jetzt werde ich noch einen Trank schlucken. Vor allem die stärkere Rüstung anlegen.
So, speichern. Genau. Ah, komm her. Komm her. Ja, wenn ich mich jetzt nochmal verdrückt, bin ich tot. Ganz toll. Das ist die Verlockung, die Versuchung, wenn man eine sehr lange Waffe hat, weil man den wirklich sehr oft dann bearbeiten kann. Seht, wie leicht ein Drachensnapper eigentlich ist. Und ein Drachensnapper ist wirklich leicht. Und ich bin, ich bin Level 19 und so. Also, geskillt auf Geschicklichkeit mit, also, was heißt Geschicklichkeit? Bisher nichts auf Stärke geskillt. Wenn ich jetzt noch auf Stärke auch noch geskillt hätte, dann wäre ich echt immer. Da ist nichts. Zumindest für das Level. Das Problem ist, dass sich das irgendwann nicht mehr lohnt, weil spätestens ab dem Zeitpunkt, in dem die Stärke-Waffen vom Damage-Output her 120 erreichen, also was die Geschicklichkeit-Waffe auch hat, ab dem Zeitpunkt lohnt sich's nicht mehr, weil du eben eine verhältnismäßig starke Nahkampfwaffe hast. Und das Problem ist, es gibt diese selbstgeschmiedeten und die haben, glaube ich, 20 mehr Damage-Output, wie man Stärke benötigt. Also irgendwann rechnet sich das nicht mehr, es rechnet sich nur am Anfang und deswegen wird sich das nicht durchsetzen, dass man das Spiel so durchspielt. Warum stehst du hier rum? Ich komme aus der Burg. Sie haben mich geschickt, nach den Vermissten zu suchen und die Gegend zu erkunden. Vermisste? Beim Angriff der Drachen sind einige abgehauen. Die meisten haben es nicht geschafft. Wen wundert's? Aber wenn es noch Überlebende gibt, werde ich sie zurückbringen. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar, aber du musst mir einen Gefallen tun. Wenn du es bis in die Burg schaffst, dann sprich mit dem Paladin Oryk. Sag ihm, dass es seinen Bruder oben am Pass erwischt hat. Wie komme ich in die Burg? Zunächst mal kannst du den direkten Weg vergessen. Aber wenn du die Burg einmal umkreist, hast du von der Rückseite eine Chance. Du solltest die Wege meiden und den Fluss nutzen. Am besten du schwimmst ein Stück flussabwärts, von da an ist es leichter. Hinter der Burg steht eine Orkramme, darüber kommst du hinein. Schleich dich so nahe wie möglich an die Orks ran und dann lauf. Wenn du schnell genug bist, kannst du es schaffen. Was muss ich über diese Gegend hier wissen? Wenn du überleben willst, dann geh zurück. Wo auch immer du hergekommen bist. Die Grünfälle belagern seit Wochen die Burg. Und irgendwo verstecken sich auch diese Drachen. Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Yep. Nichts zu plündern. Ui, da vorne ist ein Drachensnapperli. Den möchte ich töten, ohne einmal getroffen zu werden. Mal sehen, ob ich das schaffe. Nein, ich stelle mich an wie ein Vollidiot. Also eigentlich, wenn ich schwächer wäre, würde ich es leichter schaffen, weil ich nicht so oft versuchen würde, einen Treffer zu landen. Siehst du,
Da ist nichts zu plündern. Siehst du, wenn ich mich einfach ein bisschen konzentriere, dann ist das Ganze ganz einfach. Aber die restlichen Gegner hier hinten werde ich lassen, weil... Naja, die knöpfe ich mir später vor. Hallo, ich habe gerade deinen großen Bruder gekillt. Was willst du von mir? Hier gab es, glaube ich, irgendwo so ein Secret, oder? Ah. Genau, hier gab es so ein kleines Secret. Hier lag auch irgendwo was rum, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Da ist es. Ich glaube, Verwandlung Drachensnapper oder irgendwas so in den Dreh und Snapperkraut daneben. Heilkraut, Heilkraut, Heilkraut. Sieht nach Verwandlung Drachensnapper aus. Yep. Rein vom Logo. Okay. Okay. Ich werde heute noch ein bisschen die Burg spielen und dann werde ich aufhören. Ich muss auch noch ein paar Let's Plays gucken. Es ist euch bestimmt wieder zu dunkel, ne? Aber ich habe leider hier auf der Seite kein Bett zum Schlafen. Zurückzurennen zum Schlafen ist auch Chaos, also hilft nix. Da muss man durch. Macht einfach so viel Spaß. Magst du nicht? Kannst du nicht? Willst du nicht? Was ist los? Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Was war das für ein Scheiß? Leute, schreibt mich nicht an! Okay, ich glaube, da hinten ist nichts mehr. Ja, ja, sagt's mir ruhig, wenn ich irgendwelche Gegner vergesse. Nichts zu holen. Sagt's mir ruhig. Nicht, dass du auf die Idee kommst, kritisch zu treffen bei 50%, gell? Haha, ich habe eine Blutpflege getroffen. Ich bin so toll. Dann gucken wir mal, was die Scavenger davon so können. Unsere Zielkunst sollte sich noch etwas verbessern. Das ist noch etwas grottig. Ah, da vorne stehen tatsächlich noch zwei Lurker. Das speichere ich mal vorsichtshalber ab, weil dieser Ohrkrieger hinten steht verdammt nah. Weißt du was, den lasse ich auf mich zukommen. Sonst kann ich den gar nicht looten.